Mein Vater kam aus der Türkei und da hat er natürlich diese türkische Mentalität noch inne gehabt. Und sobald sie auf der Welt war, da gab es schon die ersten Beine auseinanderziehen und Spagat muss das Kind schon machen zu Hause. Ne? Ich bin Yasin Kalıncıoğlu. Ich bin der dritte Sohn meines Vaters. Eyüp Kalıncıoğlu, dem Inhaber von Yasports. Ich bin der Geschäftsführer. Bin automatisch durch meinen Vater in die Kampfsportszene mit reingerutscht. Ich hatte 3 Profiboxkämpfe, alle 3 Siege, einen durch K.O., 2 durch Punkte. Ich musste mich dann mit 21 entscheiden, was mache ich jetzt, führe ich die Sportschule mit meinem Vater weiter oder entscheide ich mich wirklich komplett nur für die Boxkarriere. Und ich bereue es immer noch nicht, die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich mache wirklich die Kampfsportschule und gebe den Profibox-Bereich dann auf. Mein Vater, muss ich sagen, ist wirklich ein Arbeitstier. Ein Mensch, der wirklich während der Gründung seiner Sportschule auch am Tag 16 bis 17 Stunden gearbeitet hat. Der hat einen festen Job als Schweißer gehabt, 15 Jahre lang, plus einen Nebenjob, plus die Sportschule. Wenn ein Mensch das nicht bereit ist, so viel Zeit, Blut in eine Selbstständigkeit zu investieren, dann wird es sehr schwer für einen Menschen. Das, was uns wirklich einzigartig macht, ist einfach diese Kombination von Kampfsport und Fitnessstudio in einem. Kampfsport muss man sich natürlich so vorstellen, es ist eigentlich eine zusammentrainierende Fitnessgruppe, die Körper aufbaut, indem man einfach nur Box- und Kicktechniken macht. Und dann kommt es immer auf den Trainer an. Es kommt nicht auf die Schüler an. Ist der Trainer wirklich erfahren, dann sieht er sofort nach 1, 2 Trainingseinheiten, weiß er ungefähr, was diese Person für Voraussetzungen hat, was er für Möglichkeiten hat, was er für ein Potenzial eventuell innehat. Und das aus ihm rausholen, das ist die Aufgabe des Trainers. Mein Vater Eyüp Kalıncıoğlu macht das seit über 40 Jahren und ist immer noch Nonplusultra, wenn es darauf ankommt, Kindertraining zu vollführen. Er macht das so wunderbar. Es geht nämlich nicht nur darum, Kindern irgendetwas zu vermitteln, Kampfsport, Schlagen, Treten, sondern viel drumherum. Vor allem den charakterlichen Aspekt. Vor allem der ist sehr, sehr wichtig bei Kindern, dass die Kinder disziplinierter werden. Dass die nicht nur hier irgendetwas lernen, sondern das, was die hier gelernt haben, auch denen in der Schulzeit und auch außerhalb vom Trainingsraum auch etwas wirklich fürs Leben bringt. Und da braucht man natürlich sehr, 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 sehr viel jahrelange Erfahrung. Da ist natürlich das sehr selten, dass so ein Mensch dann noch immer noch praktiziert. Vor allem in dieser Zeit muss man sich für Sport begeistern. Das bringt jedem Menschen was. Man muss halt einfach wirklich einen Rhythmus haben, den man lange Zeit verfolgt. Als Familie sind wir vollkommen davon überzeugt, dass Sport allgemein und speziell Fitness- und Kampfsport den Menschen einfach was einbringt. Und nur deshalb haben wir diese Sportschule, behalten wir diese Sportschule und wollen das auch weiterhin führen und den Leuten versuchen auch das weiter zu vermitteln und denen auch wirklich etwas Gutes zu tun.